Moin Leute, schön, dass ihr da seid. Wir machen hier direkt sofort weiter. Ich will nur kurz was googeln. Wir sind ja jetzt, naja, so langsam, aber dafür mit großen Schritten nennen wir uns zur Horde. Wieso habe ich noch Geld einstecken? Keine Ahnung, das war kurz weg. Ich will nur kurz Schmiede überprüfen, ob Holz und sowas drin, ob das Eisen da noch durchläuft, also der Stahl. Ne, läuft nicht, aber wir haben auch kein Eisen mehr. Aber was googeln, warte mal. Wen hatten wir hier drin? Da haben wir noch ein bisschen. Gut, ist jetzt nicht so die Welt, aber das ist egal. Hauptsache, wir machen noch ein bisschen Stahl. Wir brauchen noch ein bisschen was für die Hordenbase. So ist es nett. So. Den kann man das hier einschmelzen. Und der lüftet ja sowieso noch. Gut, der mal ja gut. Hat er genug Holz? Und viel wichtiger, die Spikes, sind die noch dabei? Die brauchen auch noch. Gut. Würde ich sagen, dann machen wir jetzt, das ist glaube ich eine Vierer, die eine Quest noch, die wir haben. Und danach ist es dann auch mal so langsam Zeit, dass wir dann den Rest an der Hordenbase machen. Also zu Stall aufwerten und die Spikes hinstellen. Und dann sind wir ja schon bei der Horde. Ja, und das hier. Hier kann die Schreierin aber nicht reingekommen sein, weil sonst wäre hier unten ja was weg. Ich habe keine Ahnung. Da haben sie sich hier reingebuddelt. Ja, man weiß ja nie, hier in 7 Days. Gut, egal. Wir holen jetzt erstmal zur Quest. Bei der Horde bin ich mal gespannt, ob das Ganze jetzt so funktioniert. Ich weiß es nicht. Da könnten sich auch... Warte mal. Haben sie sich da reingebuddelt? Nö. Da passen die nicht durch. Obwohl das schon fast danach aussieht, ne? Aber ich glaube, das war so. Bin mir nicht ganz sicher, aber gut. Sehr schön. Essen. Ja, es wird reichen. Wir finden da schon was. Guten Penner-Eintopf nehmen wir für die Horde mit. Das werden wir schon hinkriegen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert. Oh, geben's den Schmäßig, sind wir, glaube ich, auch schon über 80, ne? 87 sogar, siehst du mal, wir sind fast 90. Na, da bin ich mal gespannt, echt gespannt, ob das alles so hinhaut. Vergessen, dass das Motorrad ein bisschen schneller ist. Ja, natürlich, das muss mindestens einmal pro Folge passieren, dass man irgendwo gegen... Hallo? Was war denn das gerade? Hallo? Der versucht hier gerade die Stadt nachzuladen. Oh, Mann. Das ist typisch in Schatz, aber auch immer nur... Kurz nach dem Einloggen. Das ist ganz komisch. Eigentlich darf man die ersten 10, 15 Minuten die Innenstadt nicht betreten, weil er sonst Ewigkeiten zum Laden braucht. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, das ist etwas, was wir noch nicht hatten. So, ich glaube, den hatten wir schon, oder? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich gehe mal kurz Lugi-Lugi machen. Ja, den hatten wir schon. Gut, ist jetzt nicht schlimm, da wir waren ja schon überall drin. Glaube ich. Echt überall. Wir gehen jetzt trotzdem rein, machen ihn jetzt durch. So, das ist oben. Da ist Besuch. Hallo, mein Freund. Hallo. Ah, es tut mir leid mit dem Geruckel. Das ist komischerweise, ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meiner Festplatte oder so. Ich habe 7 Days nicht auf der SSD, sondern auf der langsamen HDD drauf, weil es schlicht und einfach nicht auf die SSD passt. Die ist komplett voll. Vielleicht liegt es daran. Aber wie gesagt, das ist nur die ersten 10, 15 Minuten. Den haut er alles nachgeladen und dann läuft das auch wieder flüssig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja gut, wir nehmen jetzt mal alles mit. Notfalls sortieren wir wieder aus. Gut, gehen wir mal. Hier haben wir noch lecker Geld. Jo. Leder brauche ich jetzt nicht wirklich. Und hier sind doch bestimmt noch mehr Herrschaften, oder? So, machen wir mal dicht. Wer weiß, was da kommt. Weiß gar nicht, ob das 3- oder 4er-Quest ist. Hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Auf jeden Fall machen wir sie jetzt durch. Ich gucke natürlich nebenbei nach Säuresteine. Brauche ich nicht mehr. So, da haben wir noch was. Ja, die Litze legen wir jetzt auch mal. Was kommt da nicht raus? Ich glaube, Eisen. Man konnte ich so schnell jetzt nicht sehen. Gut, haben wir hier denn noch Herrschaften? Nein. Okay, dann machen wir die Schotten dicht. Die werden wir gleich zerlegen, mein guter Freund. Definitiv. Ich sammle hier bloß gleich mal kurz schnell die Sachen ein. Den packen wir die gute Knarre nach unten. Wollte ich jetzt die Kiste erschießen oder warum habe ich auf die Waffe gewechselt? Ich weiß es nicht. Da wollte ich hin. Gut. Ja, gut, den trinken wir mal rein. Essen haben wir notfalls auch was. Einmal kurz den hier zerlegen. Aufgrund von Säure. Na gut, klappt nicht immer. Klappt definitiv nicht immer. So, hier noch was? Hm? Keiner da? Ich glaube, wir waren hier schon ein paar Mal drin. Ne? Ich vergesse es trotzdem immer wieder, dass die Zombies erst später kommen. Naja, nicht schlimm. Ich glaube, das ist das mit dem Teppichstudio, wenn ich mich nicht täusche. So, du nochmal reingucken. Sehr schön. Ja, ich werde so oder so aussortieren müssen. Vielleicht noch ein Rezept, was wir nicht haben. Nö.
Wir kriegen nur Papier. Das andere haben wir anscheinend nicht verdient. So, ich nehme nochmal mit. Oh, was haben wir hier noch? Das haben wir schon. Naja, immerhin ein bisschen Eisen. Wir müssen jetzt mal wieder Eisen farmen, denn da führt kein Weg dran vorbei. Aber erstmal jetzt gemütlich die Horde. So, wo geht's denn hier weiter, ne? Ich glaube ja, denn hier rum und dann ging's hier wieder rein und das war das Teppichstudio, ne? Jo. So, dann wacht mal auf, Jungs. So, da sind die Herren. Okay, da ist der Nächste. Auch noch... Ey. Ich weiß nicht, ob das an meinem Mausrad liegt oder an Safety ist. Aber... Nur das Mausrad angetickt und er war auf der Axt. Das wollte ich gar nicht. Aber gut, es hat ja funktioniert. Und wie sind Schrotmuni? Die ich nehme mit. So, die ich nehme mit. Die ich nehme mit. Und ist noch irgendwas Brauchbares hier? Ja, drin. Ich glaube, das ist das, wo auf dem Dach ist. Wen habe ich aufgeweckt? Einige, wie sich das anhört. Den kommt mal hoch. Ihr kommt die Treppe, ne? Jo. Der gute Al Capone noch einer. Hausmeister und Jack. Okay. Hier ist immer so robust. Dafür lässt er gute Säckchen fallen. Sehr schön. So, oh yeah, das können wir lernen. Oh yeah, sehr schön, sehr schön. Na, dafür hat sich das schon gelohnt, auch wenn wir hier schon waren. Dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ah, Kaffeepulver brauche ich jetzt nicht. Gut. Hier sind doch bestimmt auch noch Herrschaften. Jo. Hallo. Halbis Mutti ist wieder da. Komm her, Mann, die gute. So wie du Halbi behandelt hast, so wie er aussieht, hast du es nicht besser verdient. Hier, nochmal ein Klaps drauf, bitte. So, ein bisschen war sehr. Das ist immer gut. Aus dem Gebäude hätten sie eigentlich auch ohne Probleme eine Nachtquest machen können. Ne? Hier hätte man zum Beispiel sehr guten Generator verstecken können. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dich zerlegen wir. Gut. Ach, Matschi. Oder noch ein paar mehr. Wo sind ein paar mehr Herren? Oder Damen. Da ist wieder halbes Mutti. Sag mal, was macht ihr da? Habt ihr einen Teppichklemmer oder was? Jungs, 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 so geht das nicht. Oder Mädels. Ich hab doch schon mal gesagt, so wie du mit Halbi umgehst, hast du den Tod verdient. Genau. Die hängen da irgendwie immer zwischen den Teppichen, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, vielleicht lieben sie ja flauschige Ritzen. Wer weiß, wer weiß. Gut, den gucken wir doch nochmal. Ja, gut. Auch wenn wir so ziemlich voll sind, Zement muss ich mitnehmen. Müsste aber eigentlich gleich mal. Wie komme ich da so schnell hin? Zum Mobbit. Ich bin leicht dezent voll. Säure. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jo, den nehmen wir trotzdem nochmal auseinander. Vielleicht kommt ja nochmal Säure raus. Nein, aber hätte ja sein können. So, die nehmen wir mal kurz mit und zerlegen sie auch gleich, weil die sind, glaube ich, ja, voll. Gut. Aber Holz können wir immer gebrauchen. Haben wir da noch was? Ah, könnte aber nochmal Säure rauskommen. Woher haust du denn hin? Na, also, letztes Mal hat es besser geklappt mit der Säure, ne? Diesmal nicht so. Gut, da nochmal rein, Doren, da rein. Gut, bevor wir da gleich reingehen, wie komme ich denn am besten? Wie viel haben die Dinger denn zum Mobbit? 10.000 willst du mich? Vielleicht haben ja alle 10.000, ne? Okay, wie viel hatten die Wand? Ich klopp mich durch die Wand. Die hat nur 1-2. Damit ich mich einmal entleeren kann. So, macht das auch schon viel, viel einfacher. Die Steine können gleich wieder raus. Sehr schön. Ist ja eh bei der nächsten Quest wieder heile. Also daher. Da ist einmal weg. Gibt immerhin noch mal ein bisschen Holz. Egal, was man hier wegkloppt, man hat immer was Positives, ne? Gut, dann lass mich da mal rein. Das geht rein, das geht rein, das geht rein. Geht hier alles rein, ich brauche auch nicht zu viel Muni. Das geht raus, davon haben wir genug. Aber ein bisschen Platz muss sein. Sonst kriegen wir ja nichts mehr mit. Weil, wo kommt das Fleisch her?
Haben wir das irgendwo gefunden? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Sehr schön, der wieder rein in die gute Stube. Hier lang. So, jetzt gehen wir hier lang. So, Herrschaften. Oh, hallo. Dumpfi, mein Guter. Mit Al Capone. YouTube. Ich wusste, dass sie aus der Ecke reinkommt, aber da sind Dumpfi um die Ecke gekommen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war sonst nicht. So, ein bisschen Gammelfleisch, warum nicht? Jedes potenzielle Gammelfleisch in zusätzliche Beta- und Penner-Eintöpfe. Muss also alles mit. Da haben wir noch. Jo, die werde ich jetzt aber nicht zerlegen. Das dauert mir ehrlich gesagt entschieden zu lange. Auch wenn sie das Messing ein bisschen reduziert haben. So, wunderbar. Da haben wir noch was. Das kriegen wir alle sehen. Aber so kann man halt gut nochmal... Naja, den können wir zerlegen. Die Zeit bis zur Horde überbrücken. Sehr schön, sehr schön. Da sind wir Quackenburg. Vielleicht finden wir da ja noch was. Ich mache aber einmal kurz die Schotten dicht. Außer Papier. Ich meinte irgendwas Brauchbares, Jungs. Geht mir doch nicht immer so viel Papier. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Das habe ich auch schon. Jo, mehr Schrot im Bulde. Genau wie Goldrutentee. Dort habe ich alles schön. Da nochmal rin. Penner-Eintopf. Ja, zum zweiten Mal. Echt. Erst lässt er sich gar nicht finden, jetzt kommt das so hinterhergeschmissen. Gut, gut. Habe ich auch schon einen Amboss. Auch Papier. Komm her, mein Freund. Schon wieder halbes Muddy. Verdammt auch vertreten, ne? Verdammt offen. Die ist verdammt auch viel trieben. Haben wir auch schon für Doppeltaschen. Wie wär's mal das Rezept für Dreifachtaschen? Das würde ich mit Handkuss nehmen. Haben wir auch schon. Was ist der Papier? Hier garantiert auch. Jo, ich will kein Papier. Das müllt mir nur die Kissen weg. Schrotmuni führt zu solchen Massen, dass ich das Zeug wahrscheinlich nie herstellen muss. Gut, 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 gut. Hier noch. Naja, wenigstens etwas, was wir nicht haben. Sichtbereich zweimal Mod. Sehr schön. Also ein schönes Scoop. Aber Papier drin. Hier. Ein Junk-Turret, ein guter Junkie. Werde ich aktuell nicht benutzen. Auch wenn ich es gerne würde. Das liegt aber an den Bugs. Ich habe keine Lust, das Ding jedes Mal aus dem Boden zu popeln. Benzin haben wir auch schon. Wenn der mal irgendwo reinbuggt, ehrlich gesagt. Ist ja momentan etwas buggy, das Ganze. So. Da sitzen zwei Herren. Hier nicht. Ich sehe zumindest nichts. Dann wacht mal auf da. Wollen sie nicht. Gut. Jetzt. Jetzt. Sehr schön, sehr schön. Hallo, Shorty und Jack. Oh, wieder ein guter blauer Lootsack. Wunderbar. Und noch ein Gegner dazu. Sehr schön. Ah, gut, den kann ich jetzt zerlegen, aber die habe ich ja eh schon einstiegen. Muni ist immer gut. Und, ja, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, du. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ich habe, glaube ich, auch schon Muni im Mobbit liegen. Also Muni-mäßig hat sich das gerade wirklich gelohnt, ne? So, den nochmal mit, den nochmal mit, den hier nochmal drin. Haben wir hier noch irgendwas Essbares oder so? Vermute ich mal nicht, aber gut gehen kann man ja mal. Immerhin Bier. Bier ist immer gut. Und ein bisschen Wasser. Was haben wir auch so viel, ne? Aber ich kann das ja so nicht alles trinken hier. Bisschen Geld ist auch immer gut. Jo. Boah, warte mal. Die zerlegen wir mal. Wir sind schon wieder fast voll. Schmerztablette brauche ich jetzt aber aktuell auch nicht nehmen. Papier ebenfalls nicht. Meine Tasche ist noch weiter oben. Okay. So, Jungs, Mädels, komm mal raus da. Komm mit da raus. Okay. Den kommt her. Na, wo bleibt ihr so lange? Kommt. Ah, sag mal, bist du deppert oder was? Trab hier an, Mensch. Genau. Was machst du denn da? Da läuft da hin und her wie so nichts Gutes. Geht doch. Wo ist der Rest? Steckt hier nebenan fest oder was? Also wirklich. Der eine läuft hier hin und her und schafft das nicht hier rüber zu kommen. Dann gehe ich rein, dann läuft der andere hier rüber. So
Zombie intelligent. Das ist typisch. Gut. So, irgendwann mal rein, was wir noch so Schönes haben. Die haben wir eh schon eins stecken. Dorfleiner, noch was Brauchbares drin? Naja, zumindest die Kohle. Den gucken wir da nochmal rein. Ja, gut, komm, jetzt haben wir eh eins stecken. Der ist beschädigt, da hat bestimmt der gute Butschi drauf rumgehämmert. Die können wir auch schreddern. Naja, jetzt zu spät. Ich wollte da nicht erst die Farbe raus. Kann mal vorkommen. Dich zerlegen wir erstmal so. Kommen auch Holz raus. So. Na gut, mal, guck mal. Die werden wir gleich essen. Bier kommt mit. Die werden wir auch mal zerlegen. Genau wie die da. Haben wir hier noch irgendwas Brauchbares? Ah, haben wir eh eins, Diggin. Danke, danke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt noch so viel Cobblestone brauche. Eigentlich sind wir ja schon über Cobblestone hinaus, aber... Fusishalber, ein bisschen was davon auf Reserve ansammeln, ne? Sicher ist sicher. Da war sie drin? Ne. Das sieht aus, als wenn da was unter ist, ne? Keine Ahnung. Ja, da ist auch irgendwas unter. Alle mal. Nein, ist nichts unter. War die Wand, gut. Das weiß man ja nicht vorher. Hier ist auch nichts weiter. Jut, jut. Hier noch. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ah, gut, da ist keine Farbe drin, ne? Nein. Den gucken wir da nochmal rein und wir sind echt schon wieder voll bis zum Gehtnicht mehr. Ja, den zerlege ich sowieso. Aber wir kommen von hier aus, glaube ich, auch nicht so schnell zum Mobbit. Obwohl ich da, glaube ich, einiges reinschmeißen könnte. Ah, Gugima. Gugima. Hey, steh auf, Junge. Komm her, ich bin hier. Genau. Ich sag ja, ich brauche so langsam aber sicher den Stollknübel. Gut robust, die Grün. Ich meine, machbar ist es trotzdem, klar. So. Hier ist nichts weiter. Krieg ich den überhaupt noch mit? Ich glaube, ja, Gammelfleisch habe ich hier einstecken. Wunderbar, du bist überlastet. Ja. Wer hätte dort gedacht? Alles normale, keine grün. Schade. Schade, schade. Komm her, Punkt und Vieh, Mensch. Was haust du denn darum? Nicht auf die Fässer, Mensch. Genau, komm her. Kann sagen. Sonst hätte ich dich erschießen müssen. Das wollte ich nicht. Muni sparen. Ei, oh mein, du. Gut, die zerlegen wir mal. Wer mir an meine Fässer geht, der muss erschossen werden. Kein Weg dran vorbei. Ich brauche das Benzin. Ich habe immer noch keine Wüste. Und ich habe auch keine Ahnung, wo die Wüste ist. Ju, den Eimer hier. Dann kommen wir hier zumindest an die Kiste. Naja. Naja, warte mal. Den haben wir zerlegt. So, habe ich die schon drin in den Schuh? Lass mich nochmal kurz googeln. Nein, habe ich nicht. Siehst du mal. Den Connor drin. Muss trotzdem ausleeren. Und zwar dringend. Da führt kein Weg dran vorbei. Ein bisschen Eisen. Das kann definitiv nicht schaden. Dann komm auch mit. So. Wie Benzin voll. Auf die zwei Benzin machen da jetzt auch keinen Unterschied. Aber... ich muss zum Motorrad. Da führt kein Weg dran vorbei. So, mal gucken, ob ich da gleich irgendwo runterkomme. Aber Geld geht auch nicht mehr mit. Gut, das ist jetzt nicht viel. Hier, scheiß auf Nitrat, Mensch. Hoffentlich komme ich da. Gut, ich selber kann ja eh rüberlaufen. Weil zum Glück ist da kein Zombie raufgelatscht. Kann das sein, dass ich Papier einstecken habe? Ja. So, die kommen auf jeden Fall mit, die Patronenhülsen. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal. Hier runter. Und mich denn hier wieder hochbau. Ich glaube, das gibt es sogar als Nachtquest. Der ist da drin, der Generator, ne? Hatte ich vergessen. Ja, ich baue mich hier gleich wieder hoch beim Münch zum Co. Ich muss hier hin. Geht nicht anders.
Wir kriegen doch sonst gar nichts mehr mit. So, erstmal drin, was noch passt. Aber allerdings bleibt meine Muni hier drin. Genau so. Der kann rennen, der kann rennen, der kann rennen, der noch. Denn ist eh gleich voll. Lassen wir mal, da kommt eh noch mehr zu. Die kann auch rennen. Immerhin, den größten Teil noch. Gott, wie schwer an Muni haben. Mehr als das Doppelte rausgekriegt. So, warte mal, den wählen wir uns hier mal ganz schlicht und einfach hoch, Fribin. Das ganze Haus laufen muss ja auch nicht sein. Toll, das sind die Buchstaben jetzt im Weg, ne? Oh, Mann. Warte mal. Danke. Sehr schön, sehr schön. Und hier müsste ich dann auch nochmal hoch. Zack, 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 zack. Wunderbar. Und schon sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Dim, 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 dim. Ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Wir haben ja schon Mitte, ne? Die dumme Horde nicht vergessen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten machen müssen. Nun steht mal auf da. Ich weiß, dass da welche drin sind. Geh doch. Da hast du einen Hänger oder was? Schlimm. Oh, halbes Mutti auch schon wieder. Ey! Pass auf, wo du hinhaust. Du könntest jemanden verletzen, Mensch. Jo, hier ist der Generator drin. Gut. So, nehmen wir mal mit. Da brauchen wir nicht so viel Stein verbraten, wenn wir ein bisschen Sand mitnehmen. Alles klar. Die Steine nehmen wir hier nicht mit, aber den Zement. Wunderbar. Die Stühle natürlich auch. Alles Holz und Eisen. Sehr schön, sehr schön. Einmal hier runter. Einmal hier rüber. Muni ist hier ja nicht mehr. Tasche ist noch weiter oben, aber hier war trotzdem noch irgendwo was, ne? Oder? Nicht? So, wir müssen hier hoch. Tasche muss hier irgendwo sein. Der Airfrop ist auch da. Okay. Das kommt mit, das kommt mit. Oh, wach da mal auf, mein Freund. Genau. Hallo, Dumpfi. Knüppel gefällig? Da hast ihn. So, das kommt mit, das kommt mit. Ich glaube, den Airfrop werde ich mir noch. Das aufgrund, werde ich mir jetzt mal reinzwitschern. Aufgrund von Flatulenzengefahr. Ich weiß nicht. Mittlerweile sind mir die Flatulenzen hier im Spiel so egal, dass ich die schon absichtlich heraufbeschwöre. Da oben ist doch mein Täschchen. Gut, gut. Ich glaube, ich muss hier. Ne, Gebiet aussaubern. Wunderbar. Da hätten wir. Ansonsten ist hier auch nichts weiter. Ah, gut, Leben brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das lassen wir mal hier. Das nimmt alles Platz weg. Ah, wir sind hier auch fast durch. Ich hänge hier fest. So, jo, jo, jo. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Dosen nehmen wir mit. Haben wir eh eins stecken. Da vorne liegt auch noch ein Männchen, ne? Jo, da ist der Hundi. Zwei Hundis. Hui! Komm mal her. Genau, fall nicht runter, fall nicht. Runter. Ich hasse dich. So, wo sind die Rest? Der pennt hier ja immer noch. Geht doch, warum denn gleich so? Den kommt mal schön her, alle der Reihe nach, wenn's geht. Einmal du. Du machst auch einen Abflug. Hier ist doch schon gut Besuch, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Ist doch schon eine ganze Menge hier. Jojojojojo, jo, 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 aber nicht so. Kommt mal her, genau. Immer schon eine Reihe nach. Halbes Mutti. Ich habe keine Ausdauer, okay. Halbes Mutti gehört so oder so getötet. Also muss man noch eine datschen, okay. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas. Uah, die lebt ja immer noch. Sag mal. Ich sag, Halbes Mutti ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ist der da hier so runtergefallen, oder was? Soll ich doch in Ernst, Mensch? Das Halbi, ne? Nicht Halbi hier. Hier, der Fleischi, der Neue. Jo. Geht doch. Quiz für dich. Gut, so viel geschossen haben wir jetzt auch nicht. Ich versuche halt immer,
das Schießen zu vermeiden, wo es nur geht. So, hier ist auch noch ein Hundi. Waren es drei Hundis oder was? Sieht ja fast danach aus. Den nehmen wir den nochmal mit. Sehr schön. Den können wir uns in Hauptblut holen, obwohl... Manchmal ist er ja ein Zombie, dürfte diesmal aber nicht. Weil, Quiz ist fertig. Ist aber trotzdem einer. Schon mies, ne? Der zählt nicht mehr zur Quest dazu, damit er einen hier beim Hauptblut schön in den Rücken fällt. Ja, ja. Die Funpimps wollen einen unbedingt tot sehen, sag ich doch. Dann brauchen wir nicht. Den hier nochmal rein, Lugi Lugi. Yo. Gut, den gucken wir jetzt mal in den Kiessee. Na gut, das haben wir beide schon. Yo. Feuerdingsbums haben wir ja. Was ist das Autokino, ne? Dessen ruckelt's hier so. Hab mich schon gewundert. Okay, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Nehmen wir mal mit. Den können wir mal benutzen. Ein kleines bisschen Schaden haben wir ja gekriegt. So. Ah, Bierrezept. Das haben wir noch nicht. Sehr schön, sehr schön. Dafür holen wir uns jetzt kurz unser Schmuckstück. Und bohren das Ding auf. So spare ich mir die Lockpicks. Ehrlich gesagt will ich das auch nicht skillen. Da bin ich zu punktegeizig für. Kann man ja so aufbohren. Geht viel, viel schneller. Und mit dem Bohrer geht's auch ruckizucki. Also daher macht es da kaum noch einen Unterschied. Und wir haben eh zu viel Benzin. Also daher passt das schon. Ich wünschte mir bloß beim Bohren hätte ich hier Indiana Jones Musik. Würde hier irgendwie passen. Keine Ahnung, warum. So, haben wir schon. Nehmen wir mit. Kann man alles verkaufen. Ich sag ja, Schrotmoney gibt's wie Sand am Meer. So, fertig sind wir hier. Raus hier. Na, lass mich doch mal. Lass mich doch mal. Ich bin einfach zu fett. Ich bleib überall drin stecken. Echt überall. So, ich nehme einfach meine Frames wieder, ne? Hat doch wohl hoffentlich keiner was gegen. Geht schneller. So kriege ich sie außerdem auch wieder. Gut, gut. Krieg ich noch was rein? Ich würde gerne den F-Rob noch mitnehmen. Ja, pass noch. Warte mal, Money, obwohl ich ihm geschossen habe, aber trotzdem noch mehr als genug. Dort ist nicht das Problem. Immer noch Money über. So, den fahren wir schnell zum F-Rob. Dann holen wir ihn uns. Und den passt hat. Vielleicht ist da ja noch was Brauchbares drin. Der ist zum Glück diesmal nicht ganz so weit weg. Mann, scheiße, echt 2 Kilometer weg oder so. Freue mich schon auf die Horde, aber wirklich. Horde mag ich immer gehen. Wir werden uns aber noch die Quests annehmen, selbstverständlich. Die werden wir zwar jetzt nicht sofort machen, weil wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten an der Horde müssen wir auch noch machen, aber... Na, du alter Dumpfie oder Stumpfie. Nee, du bist Dumpfie. Nee, Stumpfie ist dein Kollege. Nun trab doch an, Mensch. Was haben wir denn hier? Selbstgebauten Pistolenpaket. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn damit? Ah, vielleicht ist wenigstens Muni drin. Ja, 100 Schuss. 100 Schuss und eine 3er selbstgebaute. Aber gut, die kann ich gleich verkaufen. Gut, dann fahren wir hier sonst zum Händler. Immerhin 100 Schuss, ne? Also so gesehen war es ja jetzt nicht völlig umsonst. Gut. Ich weiß nicht, immer wenn Horde sich naht, dann freue ich mich einen Keks. Ich mag die Horde. Und weil ich mich so freue, nehmen wir uns hier einen Honig mit und beseitigen dich einmal, bitte. Genau. Honig ist immer gut. War bloß leider keine drin. Spiel will mich ärgern. Aber ja, es gibt noch Honig in dem Baumstamm. Auch wenn ich schon so einigen jetzt gehört habe, es gibt keine Honig mehr. Doch, gibt es noch. Hab ich schon drin gehabt. Die haben es bloß drastisch reduziert. Ist wesentlich seltener. Aber gibt es noch drin, ne? Aber ehrlich gesagt, so wichtig ist der Honig auch nicht. Erstens zündet man den sowieso ständig beim Looten. Zweitens braucht man den selten, weil der bringt ja gerade mal 5%. Meistens hat man schon höher, bevor man denn mal einen Honig findet. Daher ist der Honig jetzt auch nicht ganz so wichtig. So, da sind wir. So, dann machen wir mal Lugi Lugi, was der Gute so hat.
Gucken wir mal, ob wir noch eine Quest finden, falls sie heute mal wieder kürzer ist. So, Machete Stufe 6, Militärhelm Stufe 6. Ja, Spitzhacke Stufe 4 haben wir schon, die brauchen wir nicht. Machete Stufe 5 brauchen wir auch nicht, wir haben die 6er. Aber Militärhelm Stufe 6, das ist schon Schmückchen, ne? Ja, das nehmen wir auch. So, hast du denn noch irgendwas für die Nacht? Ja, 5er jetzt will ich jetzt nicht unbedingt, das probieren wir später mal mit besserer Ausrüstung. Gut, aber 1,5 Kilometer ist mir doch schon ein bisschen weit für die Hordennacht. Und ehrlich gesagt, eine Nachtquest bringt sowieso nichts, weil die Horde geht garantiert länger als 1. Was haben wir denn hier? Das ist das Autokino. Das will ich jetzt auch nicht. Da waren wir schon zu oft drin. Den gucken wir nochmal hier. Downtown Strip 07. Ich muss mal kurz gucken, wo wir eben drin waren, damit sich das nicht wiederholt. Wir waren eben gerade in Downtown Strip 02. Okay. Gut, gut. Der müsste 07 ja gehen. Der nimmt mir 07 an. Wir haben aber noch was zum Verkaufen für dich, mein Freund. Ah, den bestimmt nicht. Hier, das kannst du haben. Das hier kannst du haben. Die kannst du ebenfalls haben. So, warte mal kurz, mein Freund. Warte mal kurz. Wir müssen aber kurz unseren Dreierhelm ablegen. Die beiden Mods runter. Genau, Dor mit drauf. Die sind auch so besser, ne? Ja, sieht man ja so schon. Gut. Den auch mal verändern. Zack, zock. Da kommen wir später noch ein paar Mods drauf. Der wird jetzt definitiv erstmal angelegt. Sehr schön. Die werden wir einmal reparieren. Und den definitiv gleich wieder mitverkaufen, mein Freund. So. Ja, mein Freund. Ja. Hab jetzt keine Zeit für dich. Du verkriegst dich an deinem Bunker hier, der unbesiegbar ist. Ich muss mir was einfallen lassen. Will noch kurz was googeln. Stallwerkzeugteile kann noch weg. Das kann noch weg. Das habe ich vorher vergessen nachzugucken. Aber den ganzen Rest brauchen wir noch. Jo, gut, nur die zwei Teile. Sehr schön, sehr schön. Aber das kriegen wir alles hin. Alles kein Problem. So, mein Freund. Den bilden wir nochmal hier. Hier, du kriegst die nochmal. Die zwei auch nochmal. Das war's auch, ne? Jo, mehr will ich nicht verkaufen. Ja, gut. So verabschiedet man sich heutzutage in der Apokalypse. Das ist Standard. Einfach mit dem Knüppel über den Schädel. Das heißt so viel wie ein freundliches Hallo. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause, räumen schnell den Kram weg, schnappen uns unseren Stall und die Spikes. Morgen den Rest fertig. Weil Hode eben, ja, Hode kommt halt, ne? Bin ich mal gespannt, wer unsere vierte Hode. Und denn schon über Game Stage 80. Also ich glaube, das habe ich auch noch nicht geschafft. Wo ist denn jetzt? Hier. Ich suche auch jedes Mal mein Zuhause, ne? Das Sound backt auch so ein bisschen rum beim Motorrad, ne? Boah, gerade komplett weg. So, mein Freund, was kriegst du denn alles mit? Nicht alles, okay. So, Muni werde ich aber für die Horde auch sicherheitshalber einstecken. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, Esen gucken. Kriegen wir da noch irgendwas drin? Ein Biesle, gut. Den einmal hier googeln. Na, hier habe ich auch noch so viel, was verkauft werden muss, ne? So, haben wir davon aber auch noch ein bisschen was. Yo. Oh, was wir an Messing haben, Alter. Davon auch schon 90 Stück. Okay, da gibt's viel zu schmelzen. So, das passt noch hin, das passt noch hin, das passt noch hin, das passt noch hin. Passt die auch noch? Jetzt wird's eng, okay. Davon nehmen wir eh einiges mit. Wir haben ja noch unsere Notfall-Muni-Kiste, die auch schon so ziemlich voll ist. So, Geld mal drin. Sonst was zum Verkaufen drin? Nein, den Pilz klatschen wir gleich an die Wand. Was hier noch was rein? Außer meine Vitamine, die ich gerne behalten möchte. Hier noch. Meine Schmerztabletten würde ich auch gerne behalten. Zumindest hier. Das kommt, wenn man von allem zu viel hat. So, hier kann aber noch der Esel mit rein. Zack, zack. Zack, zack. Wir haben noch ein bisschen was im Motorrad, so ist es nett. So, den Pilzi, den klatschen wir kurz an die Wand. Ja, komm, da. Zack. Kann nur erstmal in Ruhe mit wachsen. Den holen wir kurz den Rest aus dem Motorrad. Weil ich meine, es ist 15 Uhr, ne? So langsam sollten wir da den Rest doch mal fertig kriegen. Uns witzen her ja schon mal so ein bisschen eng, ne? Ja, war auch der Rest. Sehr schön.
Ich sehe gerade, ich hatte noch was zum Verkaufen drin. Naja. Militärrüstung kommt ja auch so langsam. Zumindest haben wir schon mal den 6er Helm. Wunderbar. Hiervon haben wir auch so ein bisschen was. Sehr schön. Muni haben wir nicht mal einstecken. Haben wir noch was? Ja, das sollte eigentlich verkauft werden, aber gut. Man kann nicht alles haben. Jo. Auf, dass die Mitarbeiter weg sind. Jo. Sehr schön, sehr schön. Denn hier nochmal was drin. Schmerztabletten nehmen wir auch wieder mit. Gut, das geht noch in den Verkauf. Haben wir ja fast alles. Ne, dann haben wir ja echt fast alles hier. Das geht hier nochmal rein, genau wie das. Eisen packen wir gleich mit in die Schmiede. Und jetzt was einschmelzen brauche ich nicht mehr. Das lohnt sich nicht. Aber wir nehmen Durst mit. Das nochmal mit. Ah, das geschmiedete Eisen brauchen wir genau genommen eigentlich nicht, ne? Nö. Geld packe ich gleich noch weg. Wir brauchen aber auf jeden Fall die. Und... Na gut, ich dachte, ich hätte noch Beton hergestellt oder so. Anscheinend nicht. Hier, das Geld. Das hätte ich auch mit verkaufen können. Geht doch rein, aber ich habe hier irgendwie so mich. Gut, wir haben die Spikes, wir haben den Stahl. Das Stahl wird zwar nicht reichen. Ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich so 60, 70 Stück aufbewahre. Mach die erstmal aus. Zum Reparieren. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Wir haben aufgetankt, haben wir die. Wir haben unsere Waffen, falls das geht. Wir haben auch noch ein bisschen Säure. Das ist dafür da, damit wir uns einen zweiten Chemietisch bauen können. Gut, dann werden wir uns um die Hordenbase kümmern und machen da auch gleich im Anschluss direkt die Horde. Bin mal gespannt. Bin mal wirklich sehr gespannt. Ich nehme aber was Anständiges davon an mir, ne? Das muss sein, ja. Gut, das machen wir dann aber morgen. Vor allem sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye.